herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 1. Nachdem wir uns hier im ersten Part haben zweimal anknabbern lassen, hoffen wir mal, dass das jetzt etwas besser wird. Jetzt gehen wir erstmal die Treppen hoch und wieder 1, 2, 3, 4, 5. Diesmal gehen wir den anderen Weg. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Eigentlich könnten wir auch hier hinten mal reingucken. Das machen wir doch gleich mal. Gleich böse Musik. Hier hinter uns glänzt etwas, das werden wir aufnehmen. Bei Smokey. Mit diesen kleinen Schlüsseln kann man gewisse Schubladen aufmachen, die der liebe Chris so nicht aufbekommt. Weiß, davon gibt es auch mehrere. Finden wir uns jetzt hier draußen. Okay. Und dort liegt doch jemand auf dem Boden. Aber wir nehmen natürlich erstmal den Schuss auf, weil der natürlich um einiges wichtiger ist. Autsch, das hat wehgetan. Forrest, he's been picked by death. To death by crows. Diese Krähen, auch wenn die irgendwie harmlos erscheinen oder sowas. Oh, hier, das war knapp. Können wir natürlich bei unserem Lebenszustand hier Danger, Rot, gefährlich werden. Deswegen sind wir jetzt hier schnell geflüchtet. Gehen wir wieder zurück in das Herrenhaus. Und diesmal durch diese Tür hier. Gucken, ja. Zombies sind am Marsch. Ah, die ist wieder freiwillig zu Boden gefallen. Da geben wir noch einen Schuss hinterher. Die ist tot. Ich höre da hinten noch irgendeine Schlurmin. A Carving of Armor, ebenfalls Armor. Okay, Glück gehabt. Hier gehen wir noch nicht rein. Hier ist die andere Mumie. Die will auch noch mal ein bisschen Abstand. Noch nicht. Na, also bitte. Nachladen. Wir haben nur noch einen Schuss. Durch diese Tür dürften wir nicht können. Ja, ist von der anderen Seite verschlossen. Dann gehen wir mal hier durch. Ein grünes Buch. Hier scheint sich nicht zu befinden. Das grüne Buch werde ich jetzt wieder nicht lesen. Sondern einfach die Seiten nur durchblättern, falls es irgendjemand interessieren sollte. Jupp, has been filed. Gucken wir hier. Nichts Ungewöhnliches. Schuss haben wir nachgeladen, also. Öffnen wir erstmal dieses Schlösschen hier. Gehen durch diese Tür. Upp, ein Zombie. Oh, hier noch einer. Mal ganz kurz was ausprobieren, ob man die auch hier unten treffen kann. Was? Zu blöd zum Schießen? Augenschein eigentlich nicht, anscheinend. Wieso kann die. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber irgendwie kann ich gerade nicht schießen. Lassen wir das mal besser sein. Gehen hier nach unten. Hier haben wir wieder einen Zombie. Schöne Kamera Einstellung. Der fängt das Blut an. Hier auf dem Boden haben wir ein grünes Kraut. Moment mal, ich weiß gar nicht. Na, wir sind im Moment voll. Also können wir es eh nicht aufheben. Gehen wir hier zuerst rein. Hier befindet sich glücklicherweise auch wieder ein Aufenthaltsraum mit einer Kiste, die wir öffnen werden. Und da sind jetzt auch die Sachen drin, die wir eben in diese andere Kiste gepackt haben. Und im Moment brauchen wir diese Shells nicht. Diesen Schlüssel brauchen wir auch nicht unbedingt. Das First Aid Kit kommt, das nehmen wir mal mit. Da heilen wir uns mal schnell, bevor irgendwas passiert. Und dieses Emblem brauchen wir ebenfalls nicht.
Hier liegt etwas. Hier steht Earth drauf. Wenn wir diese Chemikalien mitnehmen, machen wir natürlich. Auch hier in der Ecke ist wieder eine Schreibmaschine. Aber wir sind jetzt einfach mal so hardcore und speichern nicht ab und nehmen dieses First Aid Spray. First Aid Spray. So rum. Wenn man die Chemikalien braucht, die brauche ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Beziehungsweise, ich bin mir gerade unschlüssig, wenn ich ehrlich bin. Gerade unschlüssig. Lassen wir die erstmal da. Diese grüne Pflanze lassen wir auch erstmal liegen und wir gehen hier weiter. Beziehungsweise, wir können hier gar nicht weitergehen. Rup. It's locked from inside. Das heißt, ich dödel. Ich bin ehrlich gesagt gerade den komplett falschen Weg gelaufen. Ei, 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 ei. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal wieder zurück. Lebt noch, die will noch einen. Noch zwei, noch drei, noch vier. Ah, das war knapp. Das war knapp, das war knapp. Soll ich in diesen Raum gehen? Ja. Da komme ich gar nicht rein. Ebenfalls Armor. Ich glaube, dabei handelt es sich eh nur um eine Kotzmumie. Mal gucken. Jupp. Kotzt nur, ist also halb so wild. Da sperren wir auf und gehen durch. So, den Weg wieder zurück. Können wir hier schon rein? Ebenfalls Armor. Naja. Dann gehen wir hier durch. Kommen wir auch nicht durch. Ebenfalls Armor. Alles mit demselben Schlüssel verschlossen. Gehen wir nach unten. Klub, klub, klub. Und wieder 5-mal die Stairs. Und zwar gehen wir dieses Mal in diese blaue Tür rein. Ich hoffe, da geht's weiter. Sonst bin ich bald echt überfragt. Hier oben befindet sich eine Karte. Ein sehr einfaches Rätsel. Wir müssten einfach nur diese Leiter hinschieben und könnten da hoch, aber die brauche ich nicht. Hier links gehen wir auch mal kurz rein, damit ich es zeigen kann. Ah, was liegt denn da auf dem Boden? Ja, wieder ein Zombie, der vermeintlich tot zu sein scheint, es aber natürlich irgendwie nicht ist. Kann ich mal ganz kurz demonstrieren. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das macht. Probieren wir einfach mal aus. Die sind komplett grün. Da knabbert der einfach an meinem Fuß. Autsch. Das hat wohl wehgetan. Hier befindet sich ein Incribben, mit dem wir, das sind eben diese Tapes, mit denen man anspeichern kann. Nehmen wir aber nicht mit. Braucht nur unnötig Platz. Brauchen wir nicht. Upp, wir gehen hier zurück. Versuchen wir es durch diese Tür. Ah. So, und nachdem wir alle Türen mit diesem Schlüssel, die wir eben mit diesem Schlüssel aufmachen können, aufgemacht haben, fragt er uns, ob wir diesen Schlüssel wegschmeißen wollen, da wir ihn wirklich nicht mehr brauchen und einen Platz sozusagen verschwendet, machen wir das, den Schlüssel weg und gehen durch diese Tür. Wenn man das erste Mal spielt, dann ist es wirklich so eine Stelle, wo man sich richtig in die Hose macht. Genauso wie diese Kameraeinstellung. Einfach mal schönes Gesicht von Chris Redfield. Ja, ein schmucker Bursch. Hier in der Ecke befindet sich wieder eine Pflanze. Wir haben eigentlich genug Platz. Ich werde die jetzt aber trotzdem nicht mitnehmen. Ich guck mal hier rein, wobei ich glaube, dass es hier eigentlich gar nichts für uns gibt. Aber was? Ah, okay. Eine Badewanne mit grünem Wasser. Muddy Water. William Pluckett. Das machen wir natürlich. Gucken wir mal, ob sich darunter ein Zombie befindet. Ja, lass die Zeit. Gluck, 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 gluck und... Ah, ein kleiner Schlüssel. Den nehmen wir mit. Hier
gibt's nichts. Aufs Klo müssen wir auch nicht. Also verlassen wir das Räumchen mal wieder. Gehen wir weiter. Wir sind von da gekommen, also gehen wir hier lang. In diesen Raum werden wir später gehen. Viele können sich schon denken, wieso, weshalb, warum. Ich werde es euch dann später nochmal erklären. Gehen wir erst hier lang. Nachladen. Beziehungsweise nicht nachladen. Der ist noch nicht tot. Nein, 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 nicht knabbern, nicht knabbern. Hallo. Was ist denn da los? Oh, vorhin hatten wir noch so viel Schuss. Was? Der lebt noch? Dann nehmen wir uns einmal um und machen hier weiter. Natürlich sehr schöne Kameraposition. Die eine, die dürfte noch. So, die eine, der eine Zombie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich andauernd Mumie sage. Ich habe keine Ahnung. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir hier rein. Ja, mir fällt gerade wieder auf, dass ich eigentlich total falsch gelaufen bin. Oh mein Gott. Müssen wir halt ein bisschen mehr laufen. Das ist hier wieder ein Rätsel. Moment mal, muss ich zuerst hier klicken? Ich weiß es gerade gar nicht. Give me the peace of death and I give you the joy of life. Nein, diesen Schalter wollen wir nicht drücken. Okay, das ist eigentlich... Hier hängen verschiedene Bilder, verschiedene Altersgruppen. Und die muss man der Reihe nach... Beziehungsweise bei jedem Bild ist da eben so ein Switch, so ein Schalter, den man drücken muss. Aber Young Man. Young Man ist zum Beispiel hier nicht am Anfang des Lebens, deswegen drücken wir den mal nicht. Suchen wir das richtige Bild. Infant. Das ist ein... kleines Kind. Wollen wir auch nicht. Ah, hier. Sieht ja schon mal gut aus. A picture of a newborn baby. Da drücken wir ja. Das ist der erste Schalter. Wo war hier der Infant? Hier. Drücken wir ebenfalls. Was haben wir hier? A lively boy. Nehmen wir ebenfalls. Danach kommt der junge Mann. Jupp. Danach kommt, glaube ich, der hier. Tired Middle Age. Ja, okay, wieso nicht? Ich glaube, am Ende kommt dann eh nur noch der Opa. Der scheint von all denen am ältesten zu sein. Of a bold looking old man. Ja, den nehmen wir doch hier. Ja, nehmen wir. Und am Ende gehen wir hier hin. Ja, den Schalter, den wollen wir drücken. Und jetzt kommt wieder diese Musik. Wir nehmen uns hier dieses schöne Stückchen. Fällt mir gerade auf, sieht irgendwie aus wie Patrick Star. Diese Krähen hier, die tun einem nichts. Außer natürlich... Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich nicht nach oben schießen? Ich kapiere es nicht. Keiner Fehler bei mir zu sein. Naja, wenn man sie auf jeden Fall abschießt oder so, dann wollen sie sich mit einem anlegen. Aber sonst sind die gerne mal friedlich. Hier wieder zurück. Wir machen jetzt diese Tür auf, weil die links, die können wir nicht aufmachen. Bei den anderen brauchen wir nicht. Hier waren wir auch vorhin. Wie schon gesagt, fällt mir eh auf, dass ich jetzt in Schmarrn gelaufen bin. Einmal sozusagen im Kreis. Die Chemikalien, ja, die brauche ich. Den Stern, den kann ich ganz kurz reinpacken. Das nehme ich ebenfalls schnell mit. Verstauen wir das in der Kiste. Will you take the green herb? Ja, nehmen wir mit. Und durch die Tür. Zur Kiste. So, da packen wir erstmal dieses Sternchen hier rein. Upp. Das können wir aufbrauchen, den Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Den können wir, glaube ich, gebrauchen. Das Green Herb, das brauchen wir nicht. Ja, ist okay. Dann gehen wir hier durch.
Ja, komm, wir gehen oben durch. Beziehungsweise oben rum, weil unten waren ja hier diese süßen Hündchen, die uns da erwartet haben. Mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen. Da hinten sieht man auch schön. Da wackelt's und. Ach, warte mal. Den haben wir gar nicht weggemacht, ne? Na gut, dann versuchen wir es einfach mal. Okay. Das ist sehr interessant. Das verwundert. Das verwundert mich gerade irgendwo. Weil der vorhin. Wie Schuss haben wir noch dran? Ah, 6, okay. Weil der vorhin. Vorhin hat er nämlich eben nur dann gekotzt. Uns angespuckt oder es zumindest versucht. Und jetzt knabbert der auf einmal hier rum. Komisch. Komisch, 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 komisch. Nee, vielleicht hat er sich das ja von seinen anderen Zombie-Kollegen irgendwie abgeschaut. Ich weiß es nicht. Hier kommen wir überall nicht rein. Gehen wir durch diese Tür. Könnten jetzt eigentlich auch oben lang gehen, allerdings ist der Weg länger. Also gehen wir hier nach unten. So, ach ja, hier sind wir reingekommen mit Wesker und Jill. Die Eingangshalle kann ich auch mal kurz zeigen, was dann passiert, wenn man zurückgehen will. Ein süßer kleiner Bauwau. Ach genau. Wie sieht's eigentlich mit Rebecca aus? Nach der können wir eigentlich gleich mal gucken. Die haben wir ganz vergessen. Jetzt müsste eigentlich gleich wieder das Geklimper von dem Klavier kommen. Und? Ja, tatsächlich, sie spielt noch. Lobe ich mir. Gehen wir hier durch? Hallöchen. Gehen wir dahinter. Da dürfte noch ein Türchen sein. Ah, genau. Und hier befindet sich eben so eine. Keine Ahnung, was es ist. Eine komische Pflanze einfach. Und wenn wir jetzt hier hintergehen wollen. Autsch. Dann schlägt sie uns. Deshalb haben wir diese komischen. Diese Wasserpumpe oder was auch immer. Und haben diese Chemikalien dabei. Die wir da eben reinpacken. Dann verfärbt sich das Wasser schon rot. Oh. Und das scheint der Pflanze anscheinend überhaupt nicht zu gefallen. Ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Wie man hier auf der Seite schon sieht, befinden sich hier viele Kräuter. Und nicht nur grüne. Nehmen wir erstmal ein grünes. Also diese grünen Kräuter. Die heilen das Leben ein bisschen, also meistens so um eine Stufe. Wir haben jetzt Orange, wir hatten vorhin mal Grün, das ist das Beste. Dann kommt Gelb, jetzt kommt Orange. Und danach, das hatten wir auch schon, weil ich ganz am Anfang schon zweimal angeknabbert wurde, kommt Rot. Ja, und danach ist der Tod. Und diese grünen Kräuter, die heilen ungefähr eine Stufe, manchmal auch eineinhalb, kommt ganz drauf an. Und die kann man kombinieren. Man kann entweder die grünen miteinander kombinieren, dann bringen sie ein bisschen mehr. Oder man kombiniert die mit roten Kräutern. Mix the Herbs, genau. Dann gibt es eben hier so ein Papierchen mit diesem grünen Pulver und dem roten Pulver oder wie auch immer. Und das würde einen dann komplett heilen. Deswegen sind die roten Pflanzen ehrlich gesagt nicht ohne. Nehmen wir das noch mit. Kombinieren das. Ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und hier hängt noch ein Schlüssel in der Fassung. Den nehmen wir auch mit. Können wir uns auch mal kurz näher anschauen. Check. Und da sieht man schon, dass auf diesem Schlüsselemblem, beziehungsweise auf dem Schlüsselkopf, so eine Art von Rüstung ist, sagt er auch, Carving of Armor. Das sind jetzt die ganzen Türen, die wir vorher nicht öffnen konnten. Die müssten wir jetzt eigentlich öffnen können.
Hier gerade von Caution auf Verein gesprungen. Da ich jetzt hier eigentlich nicht mehr herkommen werde und ich glaube, wir noch nicht komplett voll sind, werde ich mir dieses Kraut auch noch schnell einverleiben. Jupp, das geht. Wir waren noch nicht ganz voll und wir gehen hier wieder raus. Laufen wir hier weiter. Warte mal, Leben ist voll. Pistolenschuss haben wir nur noch 4. Gehen wir hier zurück. Weil hier war eine Tür, die wir noch nicht öffnen konnten. Oh, da kommt sie ja, die Mumie. Mumie sei schon wieder Zombie. Mein Gott, was ist da los? You have used the arm. Okay. Geh mal rein. Kaching. Raum, ein kleines Bürochen oder was auch immer. Hier befindet sich erstmal ein Clip. Die nehmen. Verdammt. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Das Problem ist, wenn ich diesen Clip jetzt aufnehme, die Pistole passt nur 15 Schuss, der Clip selber hat auch 15 Schuss, würde bedeuten. Würde bedeuten, wir können die anderen Sachen nicht nehmen. Wobei, warte mal, ganz kurz. Hier ist. Der Desk ist locked, da ist eben eine Schublade. Da kann ich jetzt diesen kleinen Schlüssel hier nehmen. Machen wir mal ganz kurz. Na komm. Gut. Raus kommt ein. Hier, ne Dings, Shotgun Shells. Shells, wir nehmen jetzt trotzdem diesen Clip. Machen jetzt folgendes. Ja, es ist jetzt zwar kleine Verschwendung, aber. 2, 3, 4. Ich bin jetzt ehrlich gesagt zu voll zum Laufen. Laden wir nach. Und wir nehmen dieses Ding mit. Oh. Broken Shotgun, wie der Name schon sagt und wie das auch aussieht. Der Lauf ist verbogen. Das Ding kann nichts mehr. Gehen jetzt trotzdem kurz nach. Ah, komm mal vorbei. Ja, los, brav. Uiuiui, da ist noch ein Zombie. Gehen wir jetzt kurz hier rein in diesen Aufenthaltsraum, wo wir vorhin das erste Mal auf den Bäcker gestoßen sind. Kommt auch immer diese typische Musik. Genau. Die Kiste. Da packen wir erstmal das Leben rein. Shotgun Shells brauchen wir auch nicht. Hier nochmal diese Mixed Herbs. Ah, dann sieht es irgendwie so leer aus. Naja, komm, das passt so. Und wir gehen wieder zurück. Nein, du nicht. Unten oben. Ah, Moment, ich habe was. Nein! Ich habe was vergessen. Oh. Ich Doofkopf. Nochmal zur Kiste, mal gucken, wie viel Leben wir jetzt verloren haben. Ah, wir sind noch auf Gelb, das passt. Wir nehmen dieses Emblem hier mit. Nee, sonst brauchen wir eigentlich erstmal. Oh je, soll ich was mitnehmen oder soll ich nicht mitnehmen? Am Ende werde ich wieder angeknabbert. Dann liege ich da. Das wollen wir doch nicht. Jetzt komm hier aber schön an der Seite vorbei. So ist gut. Und du, bleibst weg. Sehr schön. Sehr schön. Wir schauen jetzt gleich mal auf den Weg. Beziehungsweise wir sind ja auf dem Weg, um hier in diesen einen Raum zu kommen, wo ich gesagt habe, ja, lasst euch überraschen. Aber bevor wir da hingehen, statten wir unserer lieben Rebecca noch einen Besuch ab, die da hinten immer noch fröhlich vor sich hinspielt. Mal gucken, ob sie es jetzt gut kann oder richtig kann. Guck mal. Chris! Chris! You like it? Natürlich. Spiel vor, Mädchen. Oh, that was great. Bravo, ohne Fehler. Gott, eine Geheimtür. Nein. What is that?
What is that? I don't know. Wir gehen da mal rein. Hier scheint irgendwie so ein Riesenaquarium zu sein. Keine Ahnung was. Dort befindet sich ein goldenes Emblem, das wir mitnehmen. Wieder ein super schwieriges Rätsel. Was machen wir jetzt? Packen natürlich dieses hölzerne, braune, was auch immer da rein. Damit wir wieder rauskommen. Weiß gar nicht, kann man jetzt noch mit der reden? Hallo, hallo. Chris, are you alright? Chris, are you alright? Alles klar, ja, natürlich. In Ordnung, dann gehen wir wieder. Dieses goldene Emblem werden wir jetzt dort einsetzen, wo wir eben dieses hölzerne ausgetan haben. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Hier ist so ein schöner Platz. Da glänzt was. Da glänzt was. Gucken wir doch gleich mal nach. Was haben wir denn hier? The Mansion Key. Noch ein Schlüssel. Der zwar ein bisschen verrostet aussieht, aber macht ja nichts. Ja, genau. Da ich leider total falsch gelaufen bin vorhin, muss ich jetzt leider nochmal einen kurzen Umweg gehen, bevor wir dahin können, wo ich eigentlich hin will. Hierdurch. Ich hätte zwar auch unten bei diesen Hunden da vorbeigekonnt oder so, aber naja, wir wollen ja kein unnötiges Risiko eingehen. Schließen jetzt erstmal diese Tür auf, gehen aber noch nicht durch. Dann schließen wir diese Tür auf. Hier gehen wir mal kurz rein. Zwar erwartet uns hier ein kleines Rätsel. Man könnte jetzt angenommen... Ich probiere es einfach mal. There's a switch. Will you push it? Machen wir einfach mal. Und, wie man gut erkennen kann, entströmt hier Gas. Das macht eigentlich auch gar nicht so wenig Schaden. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt gerade was verloren haben. Wir waren auf gelb, fein, da sind wir immer noch. Wir gehen einfach nochmal neu rein. Da musste sich der Raum eigentlich resettet haben. Wie ihr jetzt schon denken könnt, müssen wir einfach diese schicken roten bzw. bronzenen Statuen auf diese Öffnungen schieben. Hoppala. Na Chris, bist du betrunken? Schieb das Ding. So. Drauf. So, lele. Probieren wir es nochmal. Yep, I will push the switch. Ka-ching. Hochmodern. Sehr schön, ach, ich mag das Spiel einfach. Es ist zwar total alt und keine Ahnung was. Ist, glaube ich, letztens erst das Remake rausgekommen. Aber es ist trotzdem noch ein tolles Spiel. Jetzt haben wir so eine weitere Schablone oder Stück oder wie auch immer man es nennen will bekommen. Die werden wir dann später zusammensetzen. Das habe ich jetzt nur gleich mal erledigt. Moment mal, den Zombie. Ich wollte schon wieder Mumie sagen. Haben wir hier, glaube ich, erledigt, oder? Oder? Hoffentlich. Jupp, der ist weg. Sehr schön. Dann gehen wir hier die Treppen runter. Und hier ebenfalls. 1, 2, 3, 4, 5. Platz haben wir eigentlich genug. Oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, 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 ja. So, jetzt gehen wir hier hinter. Genau, das ist diese Tür. Aha. Schöner Grafikfehler. Da flimmert wohl irgendwas an der Decke. Ein
schöner Raum und da an der Wand befindet sich noch etwas Schöneres. Das nehmen wir doch gleich mal in den Mann. Will you take the shotgun? Machen wir gerne. Upsale, was war denn das? Was war denn das? Also die Tatsache ist, wir können jetzt hier nicht mehr zurück aus dem Raum raus. Das heißt, wir müssen hier wieder rein. Und wie ihr schon denken könnt, wir haben ja diese andere kaputte Shotgun noch mitgenommen. Aha, okay, was auch immer jetzt gerade passiert ist. Die müssen wir hier drauflegen. So, dann wird diese Falle da nicht ausgelöst. Und der Unterschied jetzt zum Beispiel zu Jill ist, wenn ihr das passiert, sie braucht diese kaputte Shotgun nicht. Weil wenn sie hier in dieser Klemme steckt oder sowas, kommt der eben Barry zu Hilfe. Der bricht dann einfach eiskalt die Tür auf und holt sie raus. So. Jetzt haben wir eine schöne Shotgun. 7 Schuss drin. Genau. Jetzt gehen wir wieder zurück. Gehen wir in diesen einen Raum, wo wir noch nicht drin waren. Beziehungsweise gibt es mehrere Räume, wo wir noch nicht drin waren, aber viele sind entbehrlich. Wobei, kann ich eigentlich schon schnell zeigen. Muss ich nur gucken, ob wir hier genug Platz haben. Das Ding kann weg, ich brauche eventuell Leben. Leben, Leben, Leben. Kaching. Wir werden jetzt auch mal die Beretta auf die Seite legen. Nehmen dafür die Shotgun Shells mit, kloppen diesen Stein hier rein. Diesen Schlüssel, den könnten wir für hinten noch hier nehmen. Das ist die letzte Tür, ich habe keine Ahnung. Das ist halt echt blöd. Die Jill, die hat 8 Inventarslots, wir nur 6. Und so muss man natürlich immer wieder mal zur Kiste laufen, wenn man das nicht überdenkt. Vor allem, wenn man nicht geübt darin ist. 1, 2, 3, 4, 5. Schwupp, hier gehen wir auch hoch. Wir nehmen erstmal, wir gehen da nicht nach ganz hinten, da müssen wir nicht hin. Wir gehen hier rein. Natürlich nicht den Schlüssel benutzen. Und da haben wir eine Mumie. Mumie schon wieder. Zombie. Einfach mal schön den Kopf weggeschossen. Das ist der Vorteil bei dieser Shotgun. Auf naher Distanz ist so ein Zombie mit einem Schuss tot. Im Gegensatz mit der Pistole, da brauchst du 5 bis 9. Also es ist sehr unterschiedlich. Hier haben wir wieder ein schönes Tagebuch. Welches von mir nicht gelesen wird. Martin Crackhorn. Alles klar. Wird gespeichert. So, hier haben wir ein Aquarium, das wir nicht verschieben können. Man sieht schon dieses Ding hier, das, diese Kontur, dass man da irgendwas anstellen kann. Deswegen klicken wir überall rum und hier tatsächlich befindet sich ein Schalter, den wir drücken werden. Nein, das Aquarium. Dadurch, dass jetzt hier kein Wasser mehr im Aquarium ist, können wir das wegschieben. Schmuckdiwupp. Und jetzt nehmen wir hier noch das. Und dahinter verschwindet sich. Was wollte ich sagen? Befindet sich ein Versteckchen. Mit 7 Shotgun Shells. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Es befindet sich hier hinten. Ja, Shotgun Shells, die können wir immer gebrauchen. Ja, damit. Da links ist ein rotes Herb. Hier auf dem Dingen liegt ein Feuerzeug. Das werde ich nicht mitnehmen, weil mir sonst der Platz zu eng wird. Brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich nicht unbedingt. Haben wir eigentlich überhaupt eine Karte? Das Ganze sieht so aus. Dieser rote Raum da oben. Da sind wir im Moment.
haben wir alles bisher schon erkundet. Wieso habe ich denn eigentlich diese Karten? Ich habe die Karte doch vorhin gar nicht genommen. Naja, gut, mir kann es recht sein. Mir kann es recht sein. Gehen wir hier durch, zurück. Der Zombie da hinten, der wackelt immer noch. Komm, dem statten wir mal schnell einen Besuch ab. Bitteschön. Gutes. Hier müssen wir noch nicht lang. Beziehungsweise, warte mal, kann ich diese Tür eigentlich so schon aufmachen? Oh ja, die kann ich leider schon aufmachen. Ich dachte, ich könnte jetzt diesen einen Schlüssel da noch irgendwie loswerden oder so. Allerdings doch nichts. Hier hätten wir zum Beispiel das Feuerzeug benutzen können. Wenn wir hier das Feuerzeug benutzen, dann schmilzt oder verbrennt da oben irgendwie so eine gewisse Schicht von diesem... Keine Ahnung, es sieht aus wie ein Projektor oder sowas, ist es aber eigentlich gar nicht. Dahinter befindet sich da eine Karte. Hier links ist noch ein grünes Herb. Das nehmen wir mit. Beziehungsweise das schmeißen wir gleich mal ein. Schwuppdiwupps, und wir gehen wieder zurück. Jetzt gibt es noch eine Tür, wo wir noch nicht waren. Beziehungsweise die wir schon aufgeschlossen haben mit dem anderen Schlüssel. Nee, mit dem Schlüssel, den wir dabei haben. Allerdings noch nicht durchgegangen sind. Moment. Ach Gott, ich bin doof. Ich habe das grüne Kraut ja jetzt genommen. Naja. Das war diese Tür hier. Da gucken wir doch mal. Ja, schon grünes Kraut. Oh, da liegt doch jemand. Schon wieder jemand vom Bravo-Team. Für den jede Hilfe zu spät kommt. Der hat Clips dabei. Die werden wir jetzt allerdings erstmal nicht nehmen. Wir werden uns jetzt erstmal hier so ein grünes Kraut noch mit einpacken. Und das werden wir hier kombinieren. Kurz nachdenken. Soll ich das Kraut oder... einen Clip nehmen. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich nehme lieber das Kraut mit. Oder? Naja, komm. Jetzt ist es eh schon zu spät. Geding. Oh. Uiuiuiui, die hat mich jetzt ehrlich gesagt erschreckt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ich dachte, der Raum wäre hier clean, hier ist nichts mehr. Hier hinten in diesem Raum hätten wir auch, können wir auch mal ganz kurz reingehen, das Feuerzeug benutzen können, was wir nicht getan haben. Da hätten wir hier diesen, diese Kerzen anmachen können. Dadurch wäre es hier heller gewesen, wir hätten hier hintergehen können. Hier in diesen schönen Raum, und dann wäre hier irgendwas gewesen. It's too dark to see anything. Naja, machen wir mal deine Augen auf. Haben wir jetzt nicht. Ich glaube, das wäre nur ein paar Shotgun-Schuss gewesen oder sowas. Deswegen, ja, verzichten wir einfach mal darauf. Hier sieht man schon an der Seite, falsche Kamera. Ein blutiger Handabdruck. Gehen wir nach oben. Was uns hinter dieser Tür erwarten wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.